Dann gibt es eventuell die eigene Hausapotheke. Und wenn sich da doch noch was findet, dann könnte man Zink in höheren Dosen nehmen, beispielsweise 4 Tabletten à 25 Milligramm aktives Zinkion für 1-2 Tage. Bitte immer was dazu essen, weil Zink den Magen reizen kann. Und ab dem Tag 3, 4 nimmt man dann nur noch eine am Tag. Ebenso wären natürlich Erkältungsmedikamente gegen Gliederschmerzen und so weiter, wie Ibuprofen, Paracetamol, die aber alle auch ihre gewissen Probleme haben. Man muss also genau gucken, wer in welchem Alter sowas nehmen darf. Als Hausmittel wären natürlich sehr gut die heiße Zitrone. Bitte vorher den Mund mit einem Teelöffel Öl ausspülen, damit diese intensiv konzentrierte Zitronensäure den Schmelz nicht angreift. Enthält Vitamin C und kann die Erkältung positiv beeinflussen, vor allem wenn man vorher einen Vitamin C-Mangel hat. Wenn man sehr gute Vitamin C-Versorgung hat, bringt das nicht so viel. Hühnerbrühe nach Großmutters Art mit entsprechendem Gemüse, Sellerie, Lauch und so weiter und gelbe Rübe kann sehr wohltuend sein. Ingwertee, Chai, das ist der indische Gewürztee. Ein warmes Bad, wenn man es vorsichtig macht, nicht zu lange und sich danach hinlegt. Überhaupt Bettruhe, sehr, sehr wichtig. Dagegen ist Sauna verboten bei einem Infekt. Zur Infektprophylaxe, wenn man gesund ist, ist Sauna wunderbar und Sport und Bewegung und alles, aber das dürfen Sie weniger machen, wenn sie krank sind und überhaupt nicht, wenn sie akut krank sind. Gesund schlafen und auf gute Gedanken bringen.